Hallo und herzlich willkommen zum 93. Beitrag. Schön, dass ihr wieder da seid und danke fürs Einschalten. Ja, wir schauen uns heute ein Haus von Lego an, und zwar das Haus mit der Nummer 10255. Das ist jetzt neu mit hinzugekommen und das Ganze hat mir der Thomas Grieval vorbeigebracht. Ich habe euch ja schon einige Male von euch erzählt. Unter anderem haben wir ja dann oben den Grievalplatz gemacht und er hat mir schon Fahrzeuge gebaut und andere Dinge. Und jetzt sind wir miteinander so verblieben, dass er, ja, er hat Spaß am Bauen gefunden und jetzt haben wir gesagt, er soll mal Häuser bauen oder er wollte mir Häuser bauen und das ist jetzt eines von vielen oder von einigen Häusern, die von ihm gemacht wurden. Er hat mir das Ganze vorbeigebracht, hat mich besucht, hat sich das Ganze auch mal hier angeschaut und wir haben einen tollen Nachmittag verbracht. Es kommen auch noch einige andere Gebäude, die er zusammengebaut hat. Und ich möchte mich auch jetzt nochmal hier herzlich bei ihm bedanken oder bei dir, Thomas, dass du das so schön machst, vor allem, dass du mich so gut unterstützt, weil ganz vieles hier nicht so schnell möglich gewesen wäre vom Bauen her, wie ja ohne deine Unterstützung. Ja, und das ist jetzt, wie gesagt, das Lego-Haus, das ich euch heute in dieser Folge zeigen möchte. Ist ein ganz tolles Haus. Er hat mir das auch dann am Samstag, wie er da war, gezeigt, die Besonderheiten. Er hat mir gesagt, es gab keine Probleme beim Zusammenbauen, es gab keine Schwierigkeiten, es hat alles gut gepasst. Es war von der Klemmkraft super, Innenausstattung zeige ich euch dann drüben am Esstisch. Es schaut einfach nur gut aus. Es ist jetzt hier ein Brunnen drin, links haben wir einen Café, rechts ist eine, glaube ich, die Bäckerei drin. Es sind in den einzelnen Etagen verschiedene Räumlichkeiten für verschiedene Sachen drin, die ich euch dann auch zeige, wenn wir das Ganze mal oder wenn wir dann gleich innen reinschauen. Es sind 8 Figuren dabei, es ist ein Hund dabei, wie ihr hinten seht. Ich gehe jetzt mal näher hin, nehme mal das Telefon aus der Kamera raus. Hier hinten ist ein kleiner Hund. Es sind Figuren drin, es ist ein Baby mit Kinderwagen dabei, schaut ganz toll aus. Ist auch das erste Mal, wo ich das so sehe in der Größenordnung. Und dann entsprechend die einzelnen Figuren. Ein Bäcker ist dabei, ist ein Künstler dabei. Wir haben hier eine Frau, ein Mädchen, die Ballett macht. Ist toll. Die Scheibe schaut hier gut aus. Das zeige ich euch nochmal von der Bautechnik. War für mich auch neu, hat mir der Thomas auch gleich erklärt, dass er sowas noch nicht gekannt hat. War ein bisschen filigran und schwierig vom Bauen, hat er mir gesagt. Da gibt es nachher noch was dazu. Und hier hinten haben wir eine kleine Gasse. Wie gesagt, von den Details sehr schön gebaut. Auch oben, wenn man das Dach anguckt, die Überstände sind toll. Ist eine super Sache. Das Haus wird hier stehen bleiben an diesem Platz. Es kommt dann rechts und links natürlich auch noch einiges hin. Wie gesagt, das zeige ich euch dann in den nächsten Folgen. Und wir werden dann immer mal was am Berg bauen und dann halt wieder was zeigen. Okay, ich würde sagen, ich stelle jetzt das ganze Haus rüber auf dem Esstisch und dann schauen wir uns einfach mal das Innenleben an, weil wenn ich jetzt hier über die Anlage drüber fassen muss, wird es ein bisschen unbequem. Ja, also bis gleich. So, da bin ich wieder am Esstisch. Ja, jetzt schauen wir uns das Haus einfach mal an von den, ja, von außen. Das Ganze steht auf 1,5 Baseplates drauf. Hinten haben wir an der Rückansicht einen kleinen grünen Platz. Auf der anderen Seite haben wir Treppen, die nach oben gehen, damit die Leute dann auch in die einzelnen anderen oberen Etagen kommen. Das Mittelstück ist bündig zur unteren Baseplate. Und obendrauf haben wir hier noch eine kleine Terrasse. Wir haben hier einen ganz tollen Außengrill drauf. Ich gehe mal etwas näher hin. Ist super gemacht von den Details her mit dem Grill. Scheinbar eine kleine Außenküche, was dran ist. Eine Pflanze, die ist jetzt nicht mehr so ganz so toll. Ich glaube, da könnten die Blüten in einer Tüte noch hier rumliegen. Die habe ich jetzt nur noch nicht drauf gemacht. Ja, wie gesagt, so schaut das Haus von außen aus. Von hinten, es ist also wirklich super gemacht von den Details und vom Aufbau her. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal oben ein Stück ab. Das erste Dachteil und schauen mal innen rein. So,
beginnen wir hier oben. Das hier oben, das ist jetzt quasi das Musikzimmer. Hier steht ein Piano drin. Und nicht nur Musikzimmer, wir haben hier an der Seite einen Spiegel dran. Ich hoffe, man sieht das jetzt so halbwegs. Und zwar hier drüben. Und da gehört dann die Figur mit dem Ballettrock dazu. Das ist praktisch dann quasi hier der Übungsplatz für die junge Dame zum Üben. Ist toll gemacht, finde ich. Ist gut gelöst. Eine Treppe nach oben ist drin. Mit dem Dachausstieg und ein Dachfenster haben wir hier drin. Ja, dann schauen wir, was ist hier drinnen. Wir haben hier eine ausgerichtete Küche oder kleine Wohnung, wenn wir hier reinschauen, mit Kochstelle. Es ist hier eine Toilette drin, mit Spülkasten, mit allem drum und dran. Dann ist hier an der Seite scheinbar eine Spielfläche drin, eine kleine Eisenbahn könnte das sein, wo hier oben das Zubehör drin ist. Hier ist eine Fliese. Dann haben wir hier ein Bett drinnen, eine Couch. Die Couch lässt sich hier verschieben, lässt sich hier reinklappen. Ich hoffe, ihr habt das jetzt gesehen. Ist also auch ganz genial gelöst mit dieser Ausklapp-Couch da drin. Finde ich toll. Ein Bild ist dran, Schlafzimmer, toll gelöst, super gemacht. So, die nächste Etage. Wir haben hier oben ein Atelier, ein Fotostudio drin. Mit Kamera, gut ausgestattet, alles dabei, was dazugehört. Ich hoffe, das ist nicht zu wackelig, wie ich euch das jetzt hier zeige. Dann haben wir hier nebenan scheinbar einen Zahnarztstuhl. Mit Waschbecken, Zeitungen sind hier drin, kleiner Wartebereich ist hier dran, schaut auch gut aus. So, dann gucken wir auf die andere Seite. Hier drin ist jetzt das Musikzimmer. Gitarren an der Wand, jetzt weiß ich nicht, was das sein soll. Hier vorne steht ein Schlagzeug drinnen, drehen wir das Haus wieder rum. Dann sehen wir es von der Seite aus, ist auch gut gelöst. Wir haben ein Saxophon hier. Klasse gemacht, sehr detailreich auch aufgebaut. Auch wenn wir von der Seite jetzt mal hier drauf schauen, es ist hier ein Waschbecken drin, Schrank ist drin, Details, es sind Bilder dran. Schaut gut aus, gefällt mir das Ganze. So, gehen wir eins tiefer. Hier unten ist dann eine Art, ja, ein Café, Bäckerei, keine Ahnung, Kuchenstücke sind drin. Ein Restaurant, dann ist wieder eine Treppe, die nach oben geht. Die Eingangstür ist hier auf der Seite drin. Dann kann man hier hinten auch rausgehen, ist ein Außenbereich dran. Ist schön gemacht, die Tür klappt auch nicht von alleine auf. Schaut gut aus. Auf der Seite machen wir weiter. So, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Egal. Baue ich wieder zusammen. So, was haben wir hier im Erdgeschoss drin? Hier im Erdgeschoss scheint es Blumen, Pflanzen zu geben. Ein Papagei steht hier an der Seite dran. Eine Verkaufsdecke ist drin und hier auf der Seite ist dann quasi dann die Bäckerei, Konditorei drin mit verschiedenen Kuchen, Gebäckstücken und Einzelteilen auch. Hier im Schaufenster die große Torte ist da zu sehen. Der Kassenbereich, ja, ist schön gemacht, schaut erstmal ganz klasse aus und gefällt mir, ist prima von den Details her. Das war zu hoch. Ja, ich würde sagen, ich baue jetzt das Ganze schnell wieder zusammen, die Teile, was hier runtergefallen sind, und dann melde ich mich gleich nochmal bei euch. Also bis gleich. Ja, jetzt bin ich noch mal kurz da, und zwar wollte ich euch ja das Fenster hier zeigen, wie das gebaut ist. Und zwar sind es diese Elemente, die man für ein Rolltor oder Garagentor benutzt, in transparent. Und ich denke, das schaut hier irgendwie klasse aus mit dem Fenster. Das ist ganz gut auch gelöst. Der Thomas hat gesagt, das war ein bisschen schwieriger vom Zusammenbauen, gerade wenn er dann die Oberhälfte oben drauf gesteckt hat oder das Oberteil. Aber ansonsten schaut es gut aus. Da sind hier unten dann diese einzelnen Elemente reingesteckt.
Ich denke, das war nochmal erwähnenswert, das hier zu zeigen, wie gut doch dieses Schaufenster hier auch ausschaut. Wir können auch hier nochmal nah rangehen. Hier hinten ist nochmal Besen und Schaufel und auch auf der Seite ist dieses Schaufenster mit verbaut mit diesen Elementen. Und hier haben wir dann auf der anderen Seite nochmal einen Sitzplatz an dem Café drin. Eine Lampe ist drin und dann hier auch eine Sitzgelegenheit hier für das kleine Café oder Restaurant, was auch immer das sein mag. Ja, okay, bauen wir das Ganze wieder zusammen und schauen es uns nochmal an. Also bis gleich dann. Ja, hallo, da bin ich jetzt nochmal kurz mit dem zusammengebauten Haus. Und zwar habe ich jetzt nochmal hier unten die Figuren hingestellt und platziert auf dem Stuhl hier draußen. Und ja, der Bäcker am Eingang, die Frau mit dem Kinderwagen steht da. Und jetzt nochmal so zum Fazit von dem ganzen Gebäude. Ich bin begeistert und bin zufrieden, so wie es hier ausschaut. Es ist ein tolles Haus. Es gibt natürlich eine klare Kaufempfehlung für das Ganze, was hier Lego gebaut hat. Man sieht hier natürlich auch, wenn hier Lego sowas abliefert, der Preis ist ja auch immer etwas höher zu den anderen Gebäuden, die es denn so am Markt gibt. Man muss dann fairerweise dazu sagen, es ist natürlich auch eine super Qualität, die Lego hier abliefert. Es ist hier nichts Schlampiges dran, es ist sauber gemacht und es ist einfach nur gut geworden, das Ganze. Und auch durchdacht. Ja, wie gesagt, eine klare Kaufempfehlung. Nochmal ein gutes Dankeschön an den Thomas fürs Zusammenbauen und für die Unterstützung. Das spart natürlich für mich in meinem ja, Gesundheitszustand, so wie es momentan ist, auch einiges an Zeit. Ist sehr schön. Wenn ihr dranbleiben wollt und nichts verpassen wollt und wenn ihr aufmerksam wart, dann habt ihr vielleicht im Hintergrund was gesehen, was denn so noch kommen wird an Gebäuden oder zumindest einen Teil davon. Ja, dann abonniert mich, bleibt dran. Aktiviert die Glocke, wenn ihr mich auch unterstützen wollt. Ihr könnt die Links nutzen. Es ist die Möglichkeit zur Kanalmitgliedschaft da. Ansonsten bleibt gesund, lasst es euch gut gehen. Wir werden beim nächsten Mal am Berg wieder weiterbauen und bis dann. Ja, tschüss dann.